Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Grünwald-Klicke. So, jetzt fahren wir erstmal hoch. Ich glaube, der Hitze hier mache ich das Verdeck ab. Das können wir immer wieder drauf machen. Kurz abbauen hier, das ist mir sonst zu warm. So. Schon besser. Ist ja wirklich Sommer, ne? So. Das hier funktioniert. Jo, perfekt. So, dann gucken wir mal. Bin nicht. Das sieht schon mal gut aus.
da sind ja Löcher drin. Gut, dass ich mir Deckrolle gemacht habe, sonst würden wir die ganzen Äste mal die ganze Plane zerschrubben. Verflucht ist der Staub hier. Thank you.
ich die neben mir. Das ist möglich. Noch fleißig am Arbeiten. Ja, das war noch Feld 10 und 11, ne? Ja, bist du fertig? Mit 10 bin ich schon fertig, ja. Ach, halt, die 11 ist auch schon durch. Wenn die 11 ist, nicht viel. Ja, ranhalten, ranhalten. Kriegst du noch von mir. Magst du das nächste Jahr schon wissen? Moment, ich bin jetzt gerade. Ne, das ist die falsche. Moment, da muss ich wo. Wie komm ich denn da hin? Bist du um? Hier ist unsere, das ist die 12. Wie komm ich denn hin mit dem scheiß Anhänger wegen hier? Wo willst du denn hin? Auf die 11. 12 bin ich, muss ja den Anhängerweg hier irgendwie durch. Also die Einbahnstraße. Du hättest von der 10 oder von der 6 hochfahren. Nee, ja, ich bin jetzt bei der 12 gewesen. Mit Kodas eigentlich, oder? Warum müsste das hier irgendwo in der Ecke sein? Ja, hier kann es sein. Hier war irgendwo. 12 ist nicht so weit entfernt. Hier ist sie. Oh Mann, wie komm ich denn hier rein? Überall Bäume hingestellt, die scheiß Grünen. Das sind schon schön. Was? Die Bäume sind schon schön. Ja, und nicht gerade auf der Kreuzung. Jo, das nutzt dir nichts. Die Sackgasse rückwärts reinfahren. Und mich jetzt alles übersäbel hier.
Na wunder, fahre ich auf, über die Wiese 6, über Rinder 6, über das Feld 6. Wunderhübsch. Aber ich hab's geschafft. Ist angekommen, gell? Ja. Muss aufpassen, wo das oben so eng ist bei dem Baum, da sind ziemlich Schlaglöcher. Okay. Hast du gemerkt gerade? Die erste Runde außenrum. Ja, oben, ganz am Ende meinst du? Genau, ja. Richtung. Oh, das wäre dann ganz nur winken. Naja, der ist hier am Ende, ja. Aber der Deutsch qualmt schön, haben die Grünen, wenn es was zu lästern hier. Ja, ja, die haben wir eh schon verjagt, glaube ich. Die sind eh recht ruhig. Das ist gut. Aber der geht ab wie Sau, der Bure hat er nicht geschafft mit Front und Heckmehrwerk. Der hier packt halt ohne Probleme. Das ist perfekt. Ist das so als anders? Freddy, hier ist auch überall Buckel und Gummau am Rand. Aber hier geht es ja noch bei der 10. Die erste Runde ein bisschen problematisch. Versuchen mal ein bisschen weiter von Bäumen wegzubleiben, aber dort muss ja auch ein bisschen alles mitholen, ne? Ja, sonst beschwert die Gemeinde nachher noch. Genau. Hier ist das Marianne, was hat denn der Dakar oder angestellt? Der steht alles kreuz und quer. Ja, steht alles auf dem Feld. Da müssen wir mal flügen, ne? Irgendwann. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was wir noch draufbocken. Ja, die Schuppen sind alle leer. Ich weiß nicht, was er davor hat, wo er was hinstellen will. Ja, nicht. Die Schuppen sind alle leer, du weißt. Also, ich glaube, ich lasse stehen. Egal, was für Wetter kommt, ich lasse euch stehen. Ja, am besten schon, ja. Ja, ich denke mal, morgen wird er wahrscheinlich wieder da sein. Hoffen wir mal. Das müssen wir uns gerade einfallen lassen. Morgen, übermorgen. Ja, wir fahren alles zum Händler und machen alles zu Geld. Nein, so weit sind wir nicht. Schon Geld. Naja, Geld ist Geld, ne? Ja. Besser wird's der Gemeinde fahren und noch Feld kaufen. Ja, oder mal müssen wir gucken, ob wir die nächste Saison mal hier und da was pachten können. Ja. Ja, das ist so. Das ist zu teuer. Ich komm's ja noch irgendwas für die Saison, schauen wir mal. Ja, wie die hier Wiesen, das wäre schon ein schönes Futter gewesen für uns, ne? Zum Bleistift. Ja, es wird sich hier was ich. Aber ich weiß nicht, wie das hier geht mit der Pachterei, was sie dafür haben wollen und wie lange die Laufzeit ist und so. Ja, wenn er mal ruhiger ist, dann wäre er mal. Jetzt packe ich auch noch das Zeug da hier. Zur Gemeinde schauen, wie das mit den Pächtverträgen haben und das Ganze. Genau, für wie lange die laufen müssen und. Vielleicht nicht schlecht. Aber gut, liebe Freunde, ob wir es machen oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann, haut rein. Tschüss.